Am dritten Tag der SeaStar Discovery Challenge 2014 weist Freediving-Instructor Matze die Mädels in die Welt des Apnoe-Tauchens ein. Dazu gehören natürlich auch Lockerungs- und Atemübungen. Die Kandidatinnen müssen zuerst im Pool üben und dann ins Meer. Bei dieser Challenge können klare Zeiten und Tiefen gemessen werden, die den Kampf um den Titel SeaStar Girl 2014 beeinflussen können. Also ich hoffe auf jeden Fall für mich, dass ich es schaffe. Im Pool, das wird bestimmt um einiges leichter als im Meer, weil im Meer ist dann da die Tiefe. Es kann uns ein Haifisch begegnen, es kann uns aber auch ein Delfin begegnen. Oder wir können Panik bekommen, weil es tief und weit ist und das Salzwasser ist gleich nochmal was anderes als Süßwasser. Also im Pool, das glaube ich, das wird um einiges leichter und das kriege ich bestimmt hin. Und ob im Meer, das sehen wir mal. Bis dahin zeigt Matze den Mädels aber noch einige Übungen, wie zum Beispiel die Entspannungsatmung. Auch Veranstalter und Jurymitglied Martin sieht in dieser Disziplin eine absolute Challenge. Ich denke, beim Apnoe-Training wird sich jetzt so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen, weil da wirklich sportliche Leistungen gefragt sind. Matze erklärt, wie sich die Atmung vom Apnoe-Tauchen verändern muss. Circa 2 Minuten, bevor wir die Luft anhalten wollen, ändern wir immer unseren Atemrhythmus auf 4 Sekunden einatmen und 6 Sekunden ausatmen. Nach einer ausgiebigen Einweisung geht es für die Mädels dann in den Pool. Der Matze teilt gerade die Buddy-Teams nochmal ein, beziehungsweise checkt die Eingeteilten und wir werden gleich in den Buddy-Teams dann Apnoe-Tauchen im Pool üben. Die Mädchen machen sich also startklar und dann kann es losgehen. Hier und legt einfach den Kopf nach vorne ins Wasser, entspannt euch, lasst die Arme dabei fallen, ich korrigiere euch ein wenig. Ich möchte, dass jeder mindestens 2 Versuche macht. Ich sage immer, der erste ist mal so zum Kocher kennenlernen, was passiert da alles. Und der zweite kriegt man in der Regel hin. Mal ganz entspannt hinlegen, mal so 1-2 Minuten ruhig atmen. Die Buddies beobachten die, können sich darauf einlassen, weil ihr im Prinzip oder die nichts mehr sagen müssen, können sofort anlegen, können sich ruhig rein. Semra konzentriert sich und startet dann ihren ersten Versuch. Völlig entspannt schwebt sie im Wasser. Wie lange wird sie es schaffen? Genau. Warte, erstmal die Arme raus, kannst nach vorne laufen, weg und atmen. Wahnsinn! Schon beim ersten Versuch schafft Semra 1 Minute und 34 Sekunden eine ziemlich gute Leistung. Wie ergeht es den anderen Kandidatinnen? Alle konzentrieren sich und versuchen eine gute Zeit zu erreichen. Anna schafft ebenfalls eine beeindruckende Zeit. 2:10. Ich muss tief in mich gehen und habe mir eine Geschichte ausgedacht. Ich bin halt bei mir in die Wohnung reingekommen und hab die Wohnung sauber gemacht. Rausschnitt, sehr schön geputzt. So. So ja. Denken die Frauen, ne? Mal eine Runde putzen, kann man dann längst die Luft dann halten. Ja, dann habe ich meinen Freund gesucht und dann war irgendwie, dann war auch die Zeit offen. Putzen haben wir auch noch nie gehört. Herrlich. Die Kandidatinnen sind zufrieden mit ihren Zeiten und Erfolgen. Auch Jurymitglied Melena. Ich bin jetzt hier heute mit den Mädchen mit ins Wasser gegangen, um das mal aus der Perspektive von denen zu beobachten. Und man sieht schon deutlich, also es geben sich alle Mühe und manche schaffen wirklich beeindruckende Zeiten. Wir gehen nachher ins Meer raus und da wird es dann richtig hart werden. Also raus aus dem Pool, umziehen und zur Vorbereitung ans Meer. Die Mädels müssen an einem Seil im offenen Meer so tief wie sie es schaffen tauchen. Das alles natürlich ohne Luft. Jetzt konzentrieren sie sich genau auf die Anweisungen und Tipps von Matze, um gut abzuschneiden. Dann geht es raus auf den Steg bis zum Tauchplatz. Alle haben sich bereit gemacht und bei dieser besonderen Challenge ist keine mehr so cool wie sonst. Also ich fühle mich gerade mega aufgeregt. Ich habe Respekt vor der Sache. Angst nicht, weil ich weiß, das würde das Ganze kaputt machen, aber dass ich alleine in 5 Meter muss, kann ich mir noch nicht vorstellen, da ich maximal mit Tauchgerät 10 Meter getaucht bin und es ist echt krass jetzt. Dann wird es ernst. Die ersten Mädchen starten.
Das Apnoe-Tauchen war super. Ich habe mich ganz arg darüber gefreut. War sehr aufgeregt vorher, aber unbegründet. Also unten im Wasser, da fühle ich mich noch viel freier. Auch, das ist auch ganz anders wie mit Geräte, Flaschen und Jacket und alles. Da muss man sich auf sich verlassen und also mir ging es unten ohne alles viel, viel besser. Also das Apnoe-Tauchen war ein super Erlebnis. Ich hatte sehr viel Angst schon davor und Respekt, aber es geht eigentlich. 5 Meter, die sehen gar nicht so tief aus und sind auch gar nicht so weit weg. Und wir hatten ja alle wirklich Angst, dass wir 5 Meter noch nicht mal schaffen. Und man fühlt sich viel, viel freier. Also man hat nichts im Mund und man hat nichts auf dem Rücken. Man kann einfach runtertauchen und man muss nur sich selber vertrauen und auf sich selbst sich verlassen. Da kann kein Gerät jetzt versagen, sondern höchstens man selber. Leider überstehen diesen Tauchgang nicht alle heil. Ja, der Druck war auf einmal so stark, dass es richtig gekracht hat im Ohr. Also es war nicht so ein normaler Druckausgleich, sondern es hat wirklich gekracht. Dann ist mir schwindelig geworden, da bin ich aber trotzdem noch unter Wasser geblieben und langsam halt hoch. Und ja, war halt ein bisschen schwindelig und mein Ohr tut richtig weh. Also es ist richtig stark und ja, und jetzt ist wahrscheinlich, weil es aus dem Ohr auch rausblutet, das habe ich dann beim Handtuch gesehen, beim weißen Handtuch, ist wahrscheinlich das Trommelfell geplatzt. Und wenn das Trommelfell geplatzt ist, dann kann ich die nächsten Tauchgänge vergessen. Das heißt, ja. Hast du denn nicht gemerkt, der Druck, dass der immer stärker wurde? Und das war doch irgendwie ein Warnzeichen, oder? Das ging auf einmal so schnell. Das ging auf einmal richtig rasend schnell. Also Druckausgleich hat alles funktioniert. Dann bin ich nochmal 2 Meter getaucht und auf einmal habe ich auch vorher noch nie gehabt. Also keine Ahnung. Ein Arzt wird gerufen. Sollte das Trommelfell von Martina geplatzt sein, bedeutet das das Aus für sie bei diesem Model-Contest. Der Arzt untersucht sie und teilt ihr dann mit, dass sie ins Krankenhaus muss, um genauer untersucht zu werden. Martina ist fassungslos. Man musste ja so kommen. Man denkt immer, wenn man solche Sendungen sieht, das ist alles gespielt, das ist nicht gespielt. Und ich kotze das gerade mega an. Ich kann nicht mal rollen, weil ich einfach so stinkig bin. Dass mir jetzt sowas passiert. Ich bin ja extra hierher gekommen wegen dem Tauchschein. Ich habe mich auch deswegen beworben. Was passiert mit Martina alias Barbie in der nächsten Folge? Ist der Traum Seastar Girl 2014 jetzt aus? Abonniert den Kanal und ihr verpasst keine Folge mehr.